Heute kommt endlich die Vorstellung der lang erwarteten Storage Drawer Mod mit dem großen Lagerhaus, in dem man all seine Gegenstände auch sinnvoll einlagern kann. Dazu kommt ein kleiner Technikpart, in dem ich kurz vorstelle, wie man das Ganze automatisiert befüllen und auch absichern kann. Und zu allerletzt klären wir mal die Frage, wie groß kann ein Lager eigentlich werden? Hi zu einem neuen Knut-Tutorial, kurz und gut mit Knut. Heute geht es um das Lagersystem 3000. Lagersystem 3000. Also das Lager, was ich schon relativ lange angekündigt habe und was ich schon länger gezeigt habe, was auf meinem Server jetzt entstanden ist. Denn ich wollte mal einfach zeigen, wie groß man so ein Lagersystem eigentlich realistisch aufbauen kann. Es ist noch nicht ganz 100%ig fertig, aber definitiv weit genug, um es zu zeigen. Es hat auch ein paar optische Eindrücke natürlich erhalten, da es sehr groß ist, musste es hier diese Steine kriegen und so. Da muss man sich ein bisschen was ausdenken und auch ein, zwei Sachen, die mir nicht ganz so gut gefallen letztendlich, wie ich hätte gerne das unten ein bisschen anders gehabt und oben die Gläser ein bisschen anders versetzt hätte ich auch gerne gehabt. Aber es ist schon ganz angenehm so und es sieht eigentlich ganz schick aus, auch mit diesem kleinen Vorbau vorne vor. Und an der Seite habe ich noch einige Techniksachen versteckt, die wir uns nochmal genauer anschauen werden. So, als erstes gehen wir aber rein und gucken uns mal die allgemeine Technik an, denn man sieht hier, ich habe einen Drawer-Controller, einen Schubfach-Controller, unten oder sagen wir mal in der Mitte platziert, der alle Schubladen an der Seite versorgt mit Items, wenn man ihn denn direkt benutzen möchte, denn man muss ihn nicht direkt benutzen, man könnte aber. Man sieht auch, hier ist keine Schublade, keine Truhe, die da reinführt mit Items, das heißt, ich kann jetzt nicht eine Truhe befüllen und die Items direkt da reinlaufen lassen, könnte aber meine Items automatisch ablegen lassen oder die Eichensetzlinge, die ich hier zum Beispiel in der Hand habe, mit einem Rechtsklick auch da rein tun und die würden direkt einsortiert werden da hinten. Das ist also schon mal sehr praktisch. Die Trims gehen dann nach oben und verteilen sich da oben, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, um die mit den Schubladen verbunden zu sein. Selber ist aber die Schubladenzeile hier an der Seite nicht nochmal verbunden, zumindest nicht sichtbar, denn sie muss natürlich explizit nochmal verbunden sein, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Ich habe hier sehr viel Stauraum geschaffen. Das ganze Gebäude ist in etwa 12x12x12 Blöcke groß, in etwa, wenn man jetzt nur die Schubladen nimmt und nicht noch höher geht an den Seiten. Aber ich werde auch nochmal zeigen, wie groß man das Ganze aufbauen kann. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und dann eben halt noch den technischen Aspekt. Schauen wir uns nochmal das Gebäude etwas genauer an. Hier sind die Schubladen auf der Grundebene auf jeden Fall schon mal aufgebaut. Mit den ganzen Items, die noch relativ unsortiert sind, muss ich sagen. Ich habe da noch nicht so viel Sortierung mit reingebracht. Das wird auch nochmal eine sehr große Aufgabe. Vielleicht was für ein Stream sein, um das Ganze zu sortieren. Wahrscheinlich langweiligste Stream der Welt. Dann stehen hier eben halt die Schubladen einmal außen rum. Und hier sind in den Ecken sind Eichenverkleidungen. Ich habe die auch komplett hochgesetzt, also drei Stück. Um diese, also einer würde reichen natürlich, ne? Aber um diese Sachen miteinander zu verbinden. Das heißt, damit sind die Seiten verbunden, ohne dass da irgendwie Schubladen sind, die nicht mehr erreichbar sind. Jetzt habe ich unten einen Kellerraum eingeführt, wo ich noch so einen kleinen Pool vorne hingebaut habe. Und naja, man müsste ein bisschen gucken, wie groß man das Ganze aufbaut, denn ich habe zwar einen Block in der Mitte exakt, aber nach oben und unten habe ich keinen perfekten mittigen Block. Das heißt, sagen wir mal, wir haben 5x5 Blöcke, dann ist in der Mitte immer ein Block, der genau die Mitte darstellt. Und hier sieht man eben halt, könnte entweder der Drawer-Controller hier stehen oder hier stehen, aber er wäre in beiden Fällen, er müsste genau in der Mitte stehen davon. Das heißt, ich habe da keinen mittleren Block, was ein bisschen schade war, aber da hatte ich schon die Wände ein bisschen hochgezogen und deswegen steht das ein bisschen davon. Das ist nicht ganz so schlimm. Schlimm wäre es eben halt, wenn ich keinen mittleren Block zur Mitte hätte, sondern hier und hier wäre die Mitte und in der Mitte. Das wäre ein bisschen mehr schade. Das heißt, das ist schon mal okay soweit. Dann habe ich einmal hier Treppen angesetzt, da und da. Das könnte man ein bisschen hübscher gestalten in so einem Gebäude. Das heißt, dass man so eine Rundtreppe hat, die zum Beispiel hochführt und dann mal höher führt. Aber ich fand das ganz nett eigentlich, die Idee, die Treppen so hochführen zu lassen und runterführen zu lassen. Und es ist auch relativ praktisch. Ich könnte auch erstmal in den Keller gehen. Der ist eigentlich grafisch interessanter. Da habe ich alles ein bisschen anders gestaltet. Ich habe hier noch so kleine Steinsäulen eingeführt, den Boden natürlich auch Stein gemacht und hier mit dem Chisel so Pflastersteine gechiselt, die so einen kleinen Akzent hier auf dem Boden geben, genauso wie um den Pool in der Mitte herum. Dann habe ich an der Seite die Rheolith-Ziegel angebracht, die halt alle auch aus dem Minecraft Life in the Woods Modpack mitkommen von Underground Biomes Construct. Und natürlich sind die Drawer aus den Storage Drawers Mod. Hier habe ich noch Lampen platziert aus der Garden Stuff Mod, die auch im Life in the Woods Modpack zum Beispiel mit drin sind. Ich finde die immer sehr hübsch.
die gefallen mir einfach und die sind für so einen Keller eigentlich ganz gut geeignet. Jetzt ist die Frage, okay, die sind sehr symmetrisch platziert, das müsste man hier gar nicht so unbedingt machen, aber es leuchtet alles sehr gut aus und das ist schon mal praktisch. Plus, hier unten ist natürlich wahnsinnig viel Stauraum. Jetzt kann man sich überlegen, was man hier hin machen möchte. Hier könnte man zum Beispiel die ganzen Gartensachen hinmachen oder verschiedene Steine, die man jetzt nicht so unbedingt braucht. Wobei, da muss man ein bisschen gucken. Man könnte das Ganze auch noch etwas größer bauen. Das heißt, hier könnte ich locker flockig nochmal oben drauf eine Reihe mit Schubladen setzen. Und hinten natürlich auch noch. Hier könnte ich auch noch alles mit Schubladen versehen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil das wird auch ein bisschen viel auf Dauer. Und mein Server hat ja manchmal schon etwas Framerate-Probleme. Können wir auch nochmal nach oben schauen. Dann geht man einfach die Treppe hier hoch. Hier habe ich immer so einen kleinen Zaun drumherum gesetzt. Den könnte man hier jetzt nochmal ein bisschen mit dem Carpenter-Hammer anpassen, dass der etwas mehr den Zaun unten matcht, den großen. Das Problem hier war, man müsste das Ganze eigentlich noch ein bisschen größer bauen, um diesen Zaun sinnvoll zu machen, damit er nicht direkt die Sicht versperrt. Hier sind jetzt so zwei Höhen, weil da über die Fenster waren. Da unten sind aber drei Höhen. Und das heißt, wenn hier der Zaun stehen würde, weil anders wäre es hier nicht unbedingt möglich wegen den Treppen, dann ja, sieht man nur so. Also das ist nicht gut. Das heißt, da sollte man sich auch unbedingt überlegen in seinem Konzept, wie man das Ganze aufbaut, dass man auch eine gute Übersicht hat, ohne immer irgendwie schräg stehen zu müssen. Deswegen habe ich das Ganze hier nochmal ein bisschen nach hinten versetzt und hier hat man genug Übersicht eigentlich über das Ganze. Dann können wir aber nochmal ein bisschen nach oben gehen und ein bisschen weiter gucken. Wie man sieht, habe ich immer eine Truhe an der Seite. Hier ist nur eine einfache und sind, glaube ich, immer Doppeltruhen mit einem Trichter darunter. Das gehört dann eben halt zur Technik dazu. Und hier hinten habe ich jetzt überlegt, ob ich vielleicht die ganzen Nahrungsmittel hier hin verlagern möchte, dass die einmal hier oben stehen. Aber es sind sehr, sehr viele Nahrungsmittel und jetzt habe ich hier nur diese doppelte Truhenreihe. Und dann müsste ich meine komplette Küche hier noch einmal mit aufbauen. Vielleicht mache ich das noch. Dann hätte ich auch noch die Küche hier mit drin und könnte hier kochen und hätte alles in einem System, in einem großen Lagersystem. Und wahrscheinlich werde ich das auch noch machen und hier die ganzen Nahrungsmittel verstauen. Ja, das ist soweit der optische Aspekt. Dazu kommt noch ein großer technischer Aspekt. Ich habe hier noch ein paar Gegenstände zu platziert, aber ich möchte euch erstmal zeigen, wie groß so ein Lagersystem eigentlich überhaupt werden kann. Und dazu habe ich eine kleine zweite Aufnahme in einem Testszenario gemacht und die werde ich jetzt euch einmal zeigen. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie groß dieses Lager eigentlich werden kann und dazu diesen kleinen Test aufgebaut. Und schaut mal her, Leute, das ist doch wirklich ein gigantisch großes Lager. Wir haben jetzt hier die maximalen 25x25x25 Blöcke, beziehungsweise 12 Blöcke von jeder Richtung von dem Draw-Controller ausgehen, den ich in die Mitte gesetzt habe. Der müsste natürlich hier in der Mitte sein, aber den könnten wir nicht so gut sehen. Deswegen stellen wir einen oben drüber und ja, ich glaube, wir werden den hier, doch, wir haben den hier auch bekommen. Das heißt, mein Aufbau sieht vor, dass wir diese komplette Blockgröße benutzen können für ein gigantisches Lagersystem. Und das ist halt die maximale Größe von Lager, die wir aufbauen können. Die könnten wir jetzt komplett vollstopfen mit Schubladen, wie diese hier, die ich hier oben angebracht habe, nur um das mal zu demonstrieren. Ich habe dazwischen immer Trims angebracht, das heißt Eichenholzverkleidung, die den Draw-Controller in der Mitte mit den Schubladen oben und unten plus die Eingänge an den Seiten verbinden, denn hier sind Controller-Slaves angebracht. Das heißt, an dieser Seite und an dieser Seite habe ich jeweils einen Controller-Slave angebracht und hier sieht man nochmal ganz genau die Funktionsweise des Controller-Slaves, dass er als Eingang dient und man nicht immer extra hierher laufen muss, beziehungsweise hier auch einen Hopper-Duck drin haben muss oder einen Hopper, einen Trichter, um Dinge ins System zu bringen. Das heißt, wir können diese komplette Größe benutzen, ohne überhaupt zu betreten, indem wir einfach nur ganz von außen an unser Lager rantreten und diesen Hopper-Duck befüllen und hier Dinge reintun, die dann in den Controller-Slave gehen, die dann wiederum technisch gesehen mit dem Controller, Draw-Controller verbunden sind und dann die Schubladen befüllen, die da dran sind. Und die könnten halt hier drin überall stehen, in diesem kompletten System. Die meisten Systeme, die aufgebaut sein werden, werden gerade mal ein Viertel davon benutzen. Das heißt, in etwa von hier bis nach hier, von hier bis nach hier, von hier bis nach hier. Das hier werden die meisten Systeme sein, die überhaupt verwendet werden. Und deswegen immer die Frage zu kriegen, wie man das Ganze noch größer machen kann, ist schwierig. Denn das ist ja schon ein gigantisches System, das man aufbauen kann in erster Hand. Wir schauen uns das jetzt aber nochmal ein bisschen genauer an, indem wir hier gucken, wie wir diese Schubladen befüllen können, die ich hier aufgebaut habe. Das heißt, wenn man jetzt von außen kommt
und diesen Duct, oder es könnte eben halt auch ein eigentlicher Hopper sein, befüllt. Befüllt er automatisch, und das hat man eben gerade gesehen, es geht hier runter. Ja, immer weiter. Den Controller Slave, das Ganze geht in den Drawer Controller und es geht ganz bis nach hier oben und befüllt immer weiter diese Schublade. Man sieht das unten rechts auch ganz gut. Es befüllt sie immer weiter und es würde ich halt hier drin alles befüllen. Das heißt, auch hier unten würden wir Gegenstände einfüllen können. Das können wir auch demonstrieren. Ups. So, indem wir das hier oben mal zumachen. Zack, jetzt haben wir nur noch einen Setzling. Und wenn ich den jetzt hier einfülle oder eben halt direkt an den Controller einfüllen würde, ist direkt weg, verschwindet hier und geht ganz bis nach hier unten. Das heißt, diese komplette Größe können wir jetzt benutzen für unser Lagersystem. Ich sage nicht, dass man das unbedingt machen sollte, weil das würde den Server, glaube ich, wahrscheinlich ziemlich lahmlegen, beziehungsweise eure eigene Welt ziemlich lahmlegen. So ein Lager, da hat man wieder so ein 10-FPS-Haus gebaut. Und ja, so ein großes Lager sieht halt auch nicht unbedingt schick aus, auch wenn man den Großteil unter der Erde platziert. Aber ich zeige das ja auch alles nochmal, beziehungsweise habe das gezeigt, wie das aussehen kann, wenn man das etwas kleiner gestaltet, aber immer noch sehr sinnvoll gestaltet. Ja, das ist also die maximale Größe. Vom Drawer Controller ausgehend 12 Blöcke in jede Richtung, sowohl nach oben als auch an die Seiten. Jetzt haben wir es endlich mal getestet. Ich habe es sehr oft geschrieben, wir haben es sehr oft gesagt, aber wir haben es nie wirklich getestet. Und damit ist es auch getestet. Die maximale Größe ist so groß, sie ist wirklich gigantisch. Und das ist das Lager, was ihr aufbauen könnt, wenn ihr denn wollt. Und schon sind wir wieder zurück im großen Lager 3000 und gucken uns die technischen Geschichten dahinter an. Da ist auf jeden Fall einiges hinter der Wand hier versteckt. Man sieht auch immer mal wieder ein paar Sachen rausgehen und ein paar Sachen reinkommen. Und hier oben sind eben mal noch ein paar Gegenstände. Die können wir uns als erstes angucken. Das sind die Gegenstände, die ich allgemein für dieses Lager zum Upgraden brauche. Man könnte hier jetzt auch noch ein paar Schubladen selber hinstellen. Ich habe die alle in solche Eichenholzregale getan, weil ich die sehr praktisch finde und eigentlich auch sehr hübsch. Und ja, damit kann man das Lager eigentlich so ein bisschen verwalten. Das sind einmal natürlich die guten alten Paketbänder, mit denen man Sachen, ja, wir können das ja uns mal angucken, viele haben es ja schon gesehen aus dem anderen Video. Ich verlinke übrigens alle Videos zu den ganzen Storage Drawers Geschichten nochmal unten in der Videobeschreibung, falls ihr davon ein bisschen was sehen wollt. Sowas wie das Paketband ist da unten auch mit aufgeführt. So, und damit kann man jetzt eine Schublade natürlich zumachen und die Gegenstände, die da drin wären, jetzt waren hier zufällig keine Gegenstände drin, was ein bisschen blöd zu zeigen ist, sind jetzt gelockt da drin. Das heißt, normalerweise, wenn man das Ding abbauen würde, würde wie aus einer Kiste, die man abbaut, alle Gegenstände rausspringen. Jetzt ist das aber gelockt und jetzt könnte ich die abbauen und die Gegenstände, die drin sind, würden nicht mehr rausspringen, was ja praktisch natürlich ist. Das heißt, das Ding könnte ich mitnehmen. Wichtig ist, man sieht nicht mehr, welche Gegenstände man da drin hatte. Das heißt, da muss man sich ein bisschen sortieren am Anfang und das ist sehr wichtig. Sonst hat man so ein Chaos, wenn man seine Schubladen neu aufbaut. Aber immerhin musste man nicht 143 mal 64 Erde aufsammeln. Darauf hätte ich keinen Bock gehabt. Das wären etliche komplette Inventare gewesen, mit denen man rumgelaufen wäre. Dann habe ich hier zusätzlich noch einige Upgrades für die einzelnen Schubladen, falls ich Upgrades brauche, falls die voll sind, schon mal vorbereitet und nochmal hier so ein paar vorbereitete Upgrades, diese Standard-Dinger, mit denen ich dann die anderen herstellen kann, die dann wieder mehr halten. Und zusätzlich habe ich hier mir noch einige diese Verdichter hingestellt. Ich weiß gar nicht genau, wie die jetzt heißen. Okay. Ja, verdichtendes Schubfach, das war schon mal sehr gut. Habe ich richtig getroffen. Habe einige verdichtende Schubfächer hier hingestellt. Die sind dazu da, dass ich hier nachher Sachen austauschen kann und dann zum Beispiel Eisen da rein tun kann, weil Eisen hat dann einmal den Nugget, einmal den Eisenblock und einmal den Eisenbarren da drin und man kann sich dann aussuchen, was man rausnimmt, was natürlich sehr praktisch ist. Plus, er speichert das, glaube ich, alles als Eisenblöcke. Das heißt, er kann da mehr speichern am Ende des Tages. Zusätzlich habe ich hier dann nochmal einen Verbergungsschlüssel und einen Schubfachschlüssel hingelegt. Das heißt, ich kann über den Drawer-Controller, der hier steht, alle meine Schubfächer oder meine Schubladen locken. Dann kommen keine neuen Gegenstände mehr rein, die noch nicht hier drin waren. Und wenn eins leer geht, bleibt es erhalten. Das heißt, auch null würden noch dieser Stein, wenn da nur null drin wären, würde der immer noch da drin bleiben. Und wenn wieder neue Gegenstände reinkommen, würden die automatisch auf diesen Platz gehen. Und der Verbergungsschlüssel verbirgt einfach, das können wir uns auch nochmal eben ganz kurz angucken, die ganzen Icons, was sehr gut für die Server-Performance ist. Jetzt läuft er viel besser. Das war auch in meinem Mehrwege für bessere Performance-Video mit drin.
Denn das hilft definitiv bei der Server-Performance. Du merkst es auch so ein bisschen, wenn ich mich hier drehe. Life in the Woods hat ja allgemein Probleme mit Frames. Das haben wir ja aufgegeben, dass es perfekt sein soll. Aber es läuft ja immerhin ganz gut flüssig. Zusätzlich habe ich hier oben mal diese Blenden angebaut. Die sind relativ wichtig für das, was als nächstes kommt. Denn auch hier drunter ist ein Trichter, den ich verblendet habe. Das ist meine Eingangstruhe. Wenn ich hier Gegenstände einfülle, die noch nicht in meinem System drin sind, dann werden die automatisch einsortiert über diese Truhe. Und so kann man sehr schnell sein Inventar leeren. Ich möchte das jetzt gerade eigentlich... Ja gut, wir können das mal ein paar Sachen machen. So, zack, 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 zack. Die kommen jetzt alle hier rein und werden automatisch wegsortiert. Zusätzlich habe ich eine Überlaufstruhe. Das heißt, wenn ein Gegenstand zu viel ist, wenn jetzt zu viel Erde reinkommt und der hier zu wäre, also komplett voll wäre, dann würden die Gegenstände unten den Eingang blockieren, der ja nicht mehr beim Drawer-Controller liegt, sondern würden das blockieren und dann können keine neuen Gegenstände mehr nachrücken. Dazu habe ich den Überlauf mit eingebaut. Und die Gegenstände würden dann hier ankommen und zusätzlich eine kleine Lampe anpowern, die dann zeigt, dass hier Gegenstände angekommen sind. Das können wir uns auch mal angucken. Sobald da Gegenstände drin sind, geht die Lampe an. Man könnte das Ganze sogar noch mit einem Ton verbinden, der ab und zu abgespielt wird, damit man erinnert wird, man muss gucken, was los ist und das mal aufklären ein bisschen. So, unsere Gegenstände sind jetzt hier auch schon angekommen. Das ist... Oh, sind sie hier gar nicht? Dann sind sie oben. Sie kommen oben an. Okay, gucken wir uns gleich einmal an. Hier ist auf jeden Fall eine kleine Eisentür zum Gerätraum quasi. Und davor ist eine Druckplatte. Damit komme ich hier gut durch. Und hier ist dann die ganze Technik aufgebaut. Die ist eigentlich ganz spannend. Ich habe in jedem Stockwerk eine Truhe, in der ich Gegenstände einfach reinwerfen kann und werden die wegsortiert. Das Ganze geht dann über einen Trichter in Hopperducts und die laufen dann hier runter und hier zusammen. Unten habe ich natürlich auch eine, der läuft hoch. Dann läuft das Ganze hier zusammen, läuft hier rüber, laufen die Items in diese Truhe, die wiederum in einen Trichter geht, der hier drunter ist und das Ganze in einen Controller Slave pumpt. Das heißt, das hier ist mein Eingang für die Items, die in das System kommen über diese ganze Geschichte mit den Truhen. Könntest du das auch mal angucken, wie ich das gemacht habe, weil der jetzt ja vor der Wand steht. Dahinter ist noch eine Eichenholzverkleidung und die wiederum ist direkt an den Eichenschubfächern dran, also an den Schubladen. Ja, so ist das Ganze aufgebaut. Ich habe das Ganze verbunden mit diesen Trims hier, den Eichenholzverkleidungen, die dann wiederum auch immer einmal in die Wand reingehen und von hinten die Schubladen berühren. Und so, das ist sozusagen so das Backbone, würde man in der IT sagen, die einzelnen Stockwerke miteinander verbinden. Warum ist jetzt hier noch so viel Technikkram dahinter? Das hatte ich in dem anderen Video schon mal erklärt und gezeigt. Das ist der Überlaufschutz. Das heißt, wenn jetzt zu viel Erde reinkommt und die Erdeschublade verstopft ist, also komplett zu ist, dann werden keine Items mehr reinsortiert, dann würden die hier drin stecken bleiben und gehen nicht mehr weiter rein. Die kriegen auch keinen neuen freien Platz, was ein bisschen unpraktisch ist, was man auch hätte anders lösen können, muss man dazu wirklich mal sagen. Die bleiben dann hier drin und sobald die hier drin bleiben und genug Items hier drin sind und angestaut sind, geht diese Lampe an, also dieser Redstone-Komparator und... Damit er nicht immer angeht, sobald ein Item drin ist, sind hier hinter zwei Redstone frei. Zack, zack. Und dahinter ist dann ein Redstone-Verstärker, der dann automatisch das Ganze triggert. Dann geht hier ein bisschen Redstone weiter. Und das aktiviert, also deaktiviert dann diese Fackel, die dann wiederum diesen Trichter freischaltet. Und sobald er freigeschaltet ist, zieht er dann aus dem oberen Trichter die Items raus und bringt sie in unseren Überlauf da oben hoch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir uns das noch angucken können. Ich nehme mal ein paar Blöcke. So. Genau, hier ist der Überlauf. Das heißt, das geht auf der einen Seite in die Truhe rein und hier ist es sehr göttlich, dass diese Truhe zwei Blöcke breit ist. Denn auf der anderen Seite ist wieder ein Redstone-Komparator, der ein Signal triggert, sobald was drin ist. Dann geht das Ganze in den Redstone-Verstärker und der... Entschuldigung, fiedelt hier das Signal hoch und... geht dann in die Lampe. Das könnte man alles etwas eleganter lösen, definitiv, aber ich wollte das mal so machen mit dem ganz normalen Redstone und jetzt nicht irgendwie mit Secret Redstone oder so, damit das jeder auch einfach so nachbauen kann. Das hier sind die technischen Aspekte hinter meinem Lager. Falls ihr noch Ideen dazu habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben, was man hier noch ein bisschen verbessern könnte. Und was man noch hinzufügen könnte, auf jeden Fall, um es noch besser zu machen. Denn das großartige Lager 3000. Ja, das sind die einzelnen Ideen, die ich zu dem Lager habe. Wir bringen nochmal eben das hier weg. Zack.
Und ich denke, damit fahre ich ganz gut und das kann man sehr gut benutzen, wenn man das jetzt auch noch sortiert, das werde ich auch noch machen, um alle seine Gegenstände zu lagern. Hier ist noch Platz für Schubfächer, hier ist noch Platz für Schubfächer und eigentlich braucht man nicht wirklich viel mehr Platz. Und man muss sich das nochmal genau reintun, das hier alles ist ungefähr ein Viertel der maximalen Kapazität. Plus, ich habe ja innen drin im Innenkreis keine Schubladen oder so, wo ich auch noch welche haben könnte. Das heißt, es gibt keinen Grund, dass man zwei Lager wirklich braucht, außer man möchte sie getrennt haben zum Sortieren der Items. Sonst ist es sehr schwierig zu sagen, dass es noch ein weiteres Lager brauchen müsste. Und das waren ja immer die Fragen, die ich dazu gekriegt habe. Wie kann man das Lager noch größer machen? Man muss den Draw-Controller sinnvoll platzieren. Wenn ich den natürlich hier oben in der Ecke platziert hätte, würde es sehr schwierig sein, das Ganze ganz bis nach unten. Unten wären vielleicht schon Schubladen, die nicht mehr drin wären. Aber ich habe den eben halt hier sehr mittig platziert und ihr habt ja gesehen in der anderen Vorschau, wie das dann wirkt, wenn der mittig platziert wird. Plus, es sieht natürlich ganz interessant aus. Wenn man das Ganze etwas kleiner gemacht hätte und hier nicht diesen riesigen Kreis oben in der Mitte hätte, hätte man jetzt hier auch zumachen können sozusagen und dann darüber direkt noch ein neues Stockwerk bauen können. Dann würde es auch ein bisschen schicker aussehen, als dass die Trims hier so hochlaufen. Gucken wir uns mal ganz kurz die Trims an. Das hatte ich ja eben angesprochen ganz am Anfang. Die gehen von meinem Draw-Controller aus hoch. Zack, 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 zack. Verbinden sich dann hier so ein bisschen mit dem Dach, was ich gebaut habe, was so klares Glas ist aus Tinker's Construct. Und dann gehen die hier rüber und darunter rein und hier verbinden sie sich mit den eigentlichen Schubfächern und machen das ganze System erst gangbar, dass es funktioniert. Ja, dann möchte ich mich noch kurz entschuldigen, dass ich ein bisschen verschnupft bin, aber ja, es muss ja weitergehen. Als nächstes kommen hier auf jeden Fall noch Tinker's Construct weiter. Ich bin technisch extrem da dran, mich um die einzelnen Ressourcen zu kümmern, aus denen man Gegenstände herstellen kann. Da passiert einiges auf jeden Fall. Ich versuche immer noch irgendwie ein sinnvolles Video dazu zusammenzukriegen, weil es echt viele Sachen sind und sie haben alle eigene Boni und es ist sehr schwierig, das alles in ein Video zu kriegen. Und zusätzlich geht es natürlich noch mit Thorncraft weiter, da oben auf meinem Taumturm. Da werden wir uns jetzt demnächst um die Golems kümmern, um ganz viele neue Sachen zu machen im Bereich Automatisierung und so weiter. Und das sind die beiden Sachen, die noch anstehen. Das heißt, darum werde ich mich wahrscheinlich auch direkt als nächstes kümmern, wenn ich ein kleines Redstone-Quickie demnächst wieder kommt. Dann hoffe ich auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen, wie man diese ganze Sache hier aufbauen kann, wie man sich ein Lager gestalten kann, was einem wirklich hilft. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert auch gerne den Kanal oder falls ihr schon Abonnenten seid, drückt unten die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Das hilft mir auf jeden Fall sehr doll und schaut euch auch die anderen Videos an, die hier auf der Endcard verlinkt sind oder einfach auf dem Kanal, was euch so gefällt. Da sind auf jeden Fall viele Sachen zu Life in the Woods, zu den Storage Stores, zu den einzelnen Mods da drin. Das muss gar nicht alles Life in the Woods bezogen sein. Viele Sachen kommen ja auch aus Feed the Beast. Das kann euch also auch da weiterhelfen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall nochmal eine richtig geile Zeit. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dann. Ciao.